Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Bearride. Ich freue mich, denn heute habe ich vor, dass wir endlich dieses Banditenlager, das sich in der Nähe von Petstow befindet, auslöschen. Das haben wir ja schon jetzt lange als Quest und ich bin es bisher noch nie angegangen, warum auch immer. Wir schauen es uns an, ob wir es schaffen oder nicht. Ich nehme 3 meiner Verbündeten mit. Der Bettler Kit, der kann nicht kämpfen, der kann noch nicht mal ein Schild tragen, deswegen bleibt er natürlich daheim. Und ich schnack nicht lange, wir gucken jetzt in den Part. Viel Spaß und let's go! Ja, bevor wir uns jetzt aber auf den Weg machen in dieses Banditenlager, sind natürlich ein paar Sachen passiert. Im letzten Part habe ich ja da hinten angefangen, das Bergbaulager zu platzieren und wir haben es fertig gebaut. Dann habe ich den Waffenständer erforscht und der steht jetzt hier. Dann habe ich den, ach wie nennt sich denn das, das Beet erforscht. Das finden wir hier hinten. Ich habe dann auch schon was angepflanzt und genau, das muss man dann auch gießen und so. Das seht ihr bestimmt in einem anderen Part dann auch nochmal, wenn euch jetzt interessiert, wie genau das funktioniert. Was habe ich denn noch gemacht? Ich muss mal kurz auf meinen Spickzettel luren. Genau, das war es eigentlich. Mehr habe ich nicht getan. Ich habe dann noch geschaut, dass jeder auf jeden Fall schon mal ausgerüstet ist mit der verstärkten Keule, mit einem Schild. Jetzt wollte ich eigentlich Essen sammeln, damit sie mir alle nicht verhungern. Also 2 für jeden. Wir haben 3 Leute. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, damit ich auch eins habe. Und von denen haben wir jetzt leider nur 3. Von denen können wir auch 6 Stück mitnehmen. Das sind 8, aber wurscht. Verbände habe ich mir eingesteckt. Ich habe die Fackel dabei. Ich habe die verstärkte Keule. Ich habe mir auch den Stoffköcher gemacht. Da sind die Pfeile. Ich habe mein Schild. Ich habe meinen Bogen. Ich denke, dass ich ausgerüstet bin. So, wenn ich jetzt hierher gehe. Also, du bist auf jeden Fall schon mal der Gefährte. Ah nee, Kit, du nicht. Lubomir ist natürlich mein Gefährte und Oleg ist auch mein Gefährte. Dann schauen wir mal, dass hier alle zusammenkommen und wir ihnen noch kurz ein bisschen Essen ins Inventar klatschen. So, du Lubomir, du kriegst natürlich auch was. Ein von denen, 2 davon und da kommt auch schon unser guter Oleg. Hallöchen. Oh, du hast noch hier Zeug, das packe ich gleich weg, dann nimm mal hier das Mampf, denn ohne Mampf kein Kampf, wie wir alle wissen. Und das tun wir jetzt ins Inventar. Habe ich genug Essen für mich selber? Ich weiß es nicht. Ich mache einfach mal so und esse auch jetzt gleich noch was. Dann sollte das passen. Wartet mal, ich kann auch noch eine Beere essen. Okay, soll ich mich vielleicht nochmal verbinden? Nee, ich glaube, das müsste passen. Das Banditenlager ist ja hier. Auch kann ich mir das nicht als Wegpunkt setzen? Nee, geht nicht. Egal, dann düsen wir einfach zu Fuß los. Und ich hoffe, dass unser guter Kit hier nach dem Rechten schaut und wenn wir zurückkommen, nicht alles abgefackelt ist. Nee, Spaß, kann ja eigentlich nicht passieren, weil ich ja das vorübergehend ausgeschaltet habe und ich kann auch heute noch nicht auf eure Kommentare eingehen, weil ich jetzt vorproduziere, gerade aktuell, ich glaube 2 Tage oder so, deswegen, genau, also, let's go. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, wenn ihr die Quest schon fertig gemacht habt, aber ja, genau. Wird schon schief gehen. Sie haben auf jeden Fall alle ein Schild und eine verstärkte Keule und Essen. Ich habe Verbände dabei und wir sind zu viert. Also was kann schief gehen? Und wenn ich dann, ich glaube, da kriegt man 300 von den Rufpunkten. Wenn ich die dann gekriegt habe, dann können wir uns bestimmt noch einen Gefährten aus Petstow gleich mitnehmen. Einen, der auch gut ist und genau. Ich bin gespannt, wie ein Flitzerbogen. Wer ist denn der eigentlich? Da war ich, glaube ich, schon mal. Aber der ist jetzt Nebensache, denn wir müssen, wir haben eine Mission. Und hier war ich, glaube ich, auch noch nicht. Guckt mal an. Schaut mal her.
Ich weiß nicht, ob ich mit Pfeil und Bogen kämpfen möchte, ehrlich gesagt. Ich finde es eigentlich cooler mit Schild. Deswegen werde ich natürlich mich jetzt schon mal ausrüsten, denn ich habe da hinten schon wieder Banditen rumlungern sehen. Gucken wir mal nach. Hier sieht es auf jeden Fall cool aus. Und hier gibt es auch Leute, mit denen ich sprechen kann, aber natürlich nicht, wenn ich meine Waffen und so in der Hand habe. So, also in diese Richtung ist es. Oh Gott, ich habe Angst. Und überall Katzenhaare im Gesicht. Halleluja. Okay, 2, 4, 5. Wir sind 4. Puh, Leute, also das Schmier hat sich gerade abgespielt. Das Spiel hat sich gerade komplett abgeschmiert. Zum Glück habe ich davor nochmal gespeichert, deswegen war es jetzt nicht so schlimm. Da sind nach wie vor 5 Leute. Okay. Wir werden jetzt also einfach hingehen und ja, weiß nicht, auf das Schlimmste hoffen. Keine Ahnung. Einfach schauen, was passiert. Haben die uns noch nicht gesehen? Oh, aber die rennen hin. Och nee, Leute. Oh fuck, da sind verend viele. Scheiße, und mich verprügeln auch schon wieder 2. Oh, der hat ein Schwert. Ach ja. Ach, Scheibenkleister. Nein, lauf weg, habe ich gesagt. Spring hier rauf, spring da rauf. Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, einer von meinen Leuten. Oder? Komm schon, stirb. Oh ne, da kommen ja noch 2. Boah, Scheibenkleister. Komm schon. Ja, super, super. Stirb. Weg mit dir. Weg, habe ich gesagt. Oh mein Gott. Okay, schnell verbinden. Ich glaube, dass alle tot sind. Geil. No backing down now. Puh. Was? Der Lou, mir, der hat überhaupt nichts abgekriegt. Krass. So, dann werden wir nochmal schauen, was die guten Leute hier so haben. 2 Riemen. Sehr schön. Knoblauch. Den müssen wir natürlich mitnehmen. Sehr cool, sehr cool. Marcel, was hast du dabei? Und Ovin. Okay. Wo liegt denn noch irgendwer? Ist noch irgendwo Knoblauch? Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier ist auch nochmal Knofi. Hier ist auch Knofi. Das ist das, was hier liegt. Aha. Gut. Dann zuerst die Fahne. Ach nein. Oh Gott, jetzt dachte ich schon wieder, es wäre hängen geblieben. Halleluja. Dann nehmen wir das natürlich mit. Dann Beute. So, was haben wir denn hier noch? Was ist das? Knoblauch. Ja, ach so, sorry Leute. Ich wollte dich nicht anhauen. Ich wollte eigentlich nur den Knoblauch ernten. Was ist das hier? Da ist doch aber noch irgendwo irgendein Beutel hier zu sehen. Ach, hier. Schaut mal an. Ach, mein Inventar ist voll. Na gut. Ich gebe dir mal kurz was, Lubomir. Was haben wir denn jetzt da noch drin? Können wir das noch mitnehmen? Okay. Und dann müsste das aber. Hier liegt auch noch irgendwie eine Tasche anscheinend. Aber hier ist doch nichts. Ach doch, hier. Der hat noch Geld. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Wunderbar. Dann haben wir das jetzt erledigt. Und wo. Oh, nee, haben wir nicht. Moment, Leute. Da hinten sind noch irgendwelche Überreste. Aber wo? Wo sind Überreste?
kann keine sehen. Stand tall and fight like hell. Hier. Das kann ich einfach essen. Ah ne, das nicht, aber ich kann es noch mitnehmen. Was ich eigentlich gucken wollte, wo ist denn jetzt die Quest, dass wir sie abgeben können? In Petstow. Dann gehen wir nach Petstow. Das ist aber in die Richtung. Oh, und jetzt haben wir schon 1026 Rufpunkte, Belohnungen, wie auch immer. Und jetzt werden es ja dann, glaube ich, aber noch mehr, wenn wir sie abgeben. Das ist wunderbar. Dann nehmen wir uns gleich auf jeden Fall noch jemand gescheiden mit, ey. Ich sag's euch. Cool, also das hat ganz gut geklappt. Und ich hatte schon Angst, dass wir das nicht schaffen. Souverän sind meine Leute. Sehr treue Gefährten. Und Kit sammelt in der Weih Kupfererz. Auch ganz brav. Gehen wir einfach von vorne rein. Was soll's? Was soll der Geiz? Wunderbar. Got a room if you got coin. No coin, no room. So, wo ist es? Wo können wir es abgeben? Bei ihm hier nicht. Hallo, Ansgar. Ich habe sie losgeworden. But stay vigilant. Bastards could try to raid your own camp in retaliation. Sehr schön. No backing down now. Jetzt haben wir 1326. Also wenn jetzt da nicht irgendjemand richtig Gutes ist. Ferdinand. Okay. Vielleicht bin ich aber auch noch nicht weit genug. Hier in Petstow. Was ich glaube. Ah, nee, sie kann ich fragen. Ja, aber das Vertrauenslevel ist noch nicht so hoch. Das ist schade. Odo. Blöd. Wir brauchen mehr Vertrauenslevel. Dann hätte ich jetzt gesagt, gehen wir vielleicht auch einfach mal nach Hause, beziehungsweise, was haben wir denn noch? Genau. Das müssen wir nach Petstow bringen. Das sollten wir alles zu Hause haben. Wolfsbau. Sprich mit Alex Amanita, Kräuterkundler. Wo ist denn das? Hier. Okay. Also, das ist aber auch was ich wahrscheinlich alleine machen kann. Aber dann nehmen wir das doch jetzt mal als Ziel und dann düse ich jetzt einfach mit meinen Leutchens da schnell hin. So weit ist es ja jetzt auch nicht. Und dann nehme ich aber auch erst wieder Quests an, wenn ich hier ein paar erledigt habe, dass wir da mal so ein bisschen mehr Überblick haben. Und na klar kann ich mein Dings nicht benutzen, weil hier Banditen sind. Das stört mich aber jetzt nicht. Wir gehen sowieso hier lang. Und ich sollte vielleicht mal... Ach, geht nicht. Den Pilz essen, weil er abläuft, wollte ich sagen. Hey, was ist hier? Stony. Geh weg, ich habe keine Lust jetzt mehr zu kämpfen. Wir haben nämlich einen Auftrag, du Bandit. Du kommst uns jetzt nicht in die Quere, so sieht's nämlich aus. Wo sind sie denn eigentlich? Die kämpfen da hinten. Ach Leute, müsst ihr alles angreifen? Ihr seid ja Spinner. Schaut sie euch an, wie sie da jetzt hinrennen. Mein Gott, man muss sich echt um alles kümmern, oder? Ich habe ja nicht mal mehr irgendwas, um was aufzuheben. Kein Platz im Inventar und so. Schau, der hat nämlich auch wieder zwei Bücher. Ich kann auch nichts essen. Mensch, Leute. Verbinden wir euch. Ja, ich möchte in dein Inventar. Beziehungsweise in deins. Du hast noch Platz, dann nimm du mal das hier.
Gib mir das Buch hier. Und wo ist jetzt der andere Typ? Hier, da hinten. Der hat nur Gold. So, können wir jetzt weiter, ihr Süßis? Der da hinten hat, glaube ich, auch eine Quest für uns, aber das ignorieren wir jetzt nicht. Die wird ja wahrscheinlich noch länger hier sein, die Quest. Ich kenne leider keine Wanderlieder. Tatsächlich, sonst hätte ich euch jetzt irgendwas vorgesungen auf dem Weg zum Ausrufezeichen. Naja. Ihr könnt mir ja mal eins in die Kommentare schreiben und dann lerne ich das und dann sehe ich es euch beim nächsten Mal vor. Oh, guck mal, da unten ist der Kräutertyp. Dann tue ich gleich mal hier wieder Waffe und Schild weg. Und dann sprechen wir mit ihm. Hallo, grüß dich. Bleib mal da. Du siehst aus, als hättest du es eilig. Was ist passiert? 5 Salbei und 3 Knoblauch. Ich denke, das können wir eigentlich ganz kurz machen, weil Salbei... Warte, ich habe doch gerade noch irgendwo einen gesehen, oder? Komm, das machen wir jetzt schnell, wenn wir eh schon hier sind. Oh, da ist wieder eine Kuh. Unsere Kuh habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die ist uns leider nicht gefolgt. Wo ist denn noch Salbei? Salbei? Hier ist dessen Salbei vielleicht. Wie viele brauche ich? 5 hier. 1, 2, 3. Oh ne, das war kein Salbei, das waren Samen. Die brauchen wir aber sowieso noch. 3, 4, 6. Okay. Wer hat denn jetzt noch nichts im Inventar? Er. Nimm doch du mal bitte die Felle und die Riemen. Kannst du noch irgendwas nehmen? Ja. Knofi, 3-mal. 1, 2, 3. Wunderbar. Dann haben wir doch das auch schon gesammelt. Und somit wieder eine weitere Quest fertig. Ach so, wo sollen wir das hinbringen? Ja, schon zu ihm. Das sah gerade nur so weit aus irgendwie. Da wird er ja froh sein, dass er sein Salbei bekommt. Hi, wir sind schon fertig. Ach, das ist Kräuter für die kranke Kuh. Ja. Okay, und jetzt müssen wir quasi den Heiltrank nach Pet Store bringen. Das machen wir jetzt aber nicht, sondern wir düsen jetzt erstmal in Richtung nach Hause. Jetzt wird es auch schon wieder Abend und meine Gefährten, die müssen sich auch ausruhen nach diesem langen Kampftag. Haha. Ja, ich düse mal kurz heim. Und Zen, I will be back soon. Hallo Kit, wir sind wieder da. Hast du uns vermisst? Warst du schon fleißig? Servus, grüß dich. Wo sind meine Gefährten? Kämpfen die wieder gegen irgendwas? So. Arbeiter. 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 Dann werden wir jetzt alles, was wir hier haben, also Riemen, Seil, das hier, das ist was zum Essen, das können die gerne essen. Was ist denn das? Ach, der Questgegenstand. Das können sie auch essen, das kann ich essen. Die Bücher kommen auf jeden Fall zu mir ins Inventar. Und dann nehmen wir auch mal alles, was die jetzt noch so dabei haben. Der hat nämlich auch noch hier Riemenzeug. Lubomir, wo bist du denn schon hin? Wo ist der Lubomir? Die rennen aber auch immer so schnell davon, ey. Lubo. Halt, stopp. Ach so, du hast dich schon abgelegt. Ja gut. Dann habe ich nichts gesagt. Jetzt tun wir gleich mal für die Forschungsbank
hier noch den einen Beutel rein, damit wir den Saatgutbeutel bekommen. Dann Fell kann rein, Riemen kann rein, genau. Wie viele Riemen haben wir denn jetzt hier? 6. Was ich mich frage, ich hatte ja die Dorfhalle schon gestartet und wir haben ja schon Riemen reingetan. Wenn ich jetzt dann die Dorfhalle nochmal starte, sind dann die Riemen noch drinnen oder verbraucht? Wir werden es erfahren. Jetzt können wir aber nochmal mit den Büchern gucken. So, Zweihand könnte ich ihr geben oder Gewandtheit. Oder Herstellung. Ach, Herstellung. Machen wir das. Dann schauen wir noch bei Lubo nach. Was er vielleicht lernen könnte. Attribute. Gewandtheit, Zweihand, Herstellung. Bei ihm machen wir mal Gewandtheit. Kit, weiß ich nicht, ob ich in dich irgendwas investieren möchte tatsächlich. Nee, möchte ich nicht. Ah, und unser Saatgutbeutel ist fertig. Dann schauen wir jetzt mal nach der Dorfhalle. Nee, es ist tatsächlich noch drin. Cool. 3-mal Fell und 6-mal die Riemen. 6 Riemen, 3-mal Fell. Perfekt. Haben wir jetzt alles dort gelootet. Bei denen. Nice. Dann fehlen uns nur noch diese Nägel. Schauen wir mal. Geh mal weg, du Saatgutbeutel. Schauen wir mal hier. Quatsch. Dahin. Die Kupfernägel. Genau, die machen wir jetzt mal ganz nach oben. Dann sollen sie die herstellen. Die kosten einfach nur Kupferbarren. Schauen wir mal, ob wir denen das einfach reinlegen können. Ja. Ja, machen wir mal, legen wir mal 4 rein. Schauen, für wie viel das dann reicht. Na gut. Dann macht mir bitte das mal. Und den Heiltrank müssen wir nach Petstore bringen. Den habe ich ja noch im Inventar. Die Bücher lege ich mal ganz kurz ab. Ach, den Bogen lege ich jetzt auch ab. Und dann wollte ich ins Journal. Genau, der Großauftrag. 2-mal Baumstamm, 3-mal Bronzebarren. 2-mal Baumstamm. Oh, ich habe nur 2 Bronzebarren. Kupfererz, aber Zinnerz habe ich nicht. Aber hier läuft der Ofen. Kann ich vielleicht... Füge Zinnerz hinzu. Ich habe kein Zinn. Mist. Es fehlt also ein Ding. Hm. Könnten wir denn noch Zinn finden? Kupfer. Kupfer. Lehm. Ja, das findet man ja eigentlich überall. Vielleicht gehen wir mal kurz noch da hoch. Schauen, ob da irgendwo noch ein Zinn rumliegt. Dann können wir noch einen Barren machen und dann haben wir die Quest nämlich auch. Normalerweise findet man doch immer irgendwo ein Zinn oder so. Aber wahrscheinlich jetzt Vorführeffekt. Ha, Zinnerz. War das das, was ich gebraucht habe? Ja, ich glaube schon. Zinnerz. Juhu. Wunderbar. Was ist hier? Fels. Ah, ich glaube, 2 reichen aber. Kupfererz können wir auch mitnehmen. Coole Sache. Dann können wir ja heute beruhigt schlafen gehen. Was ich jetzt auch tun werde. Und in dem Sinne, meine Lieben, beende ich den Part auch an der Stelle. Wir waren heute wirklich sehr erfolgreich, richtig cool, hat auch wirklich Spaß gemacht, obwohl ich natürlich auch Angst um meine Gefährten hatte. Aber wir haben alle mit Bravour überlebt. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!